Guten Tag, hier ist Micky Krause und wir hören uns Freitag um 13 Uhr bei Radio Primavera. Bis Freitag. Prost. So, liebe Zuhörer, damit ihr auch wisst, mit wem wir es jetzt gleich zu tun haben oder mit wem ich gleich sprechen werde, hier ist ein Song von ihm. Hier ist Für die Ewigkeit, hier ist Micky Krause. Ja, das ist und jetzt müsste er gleich am Telefon sein und es klingelt schon, das ist schon mal viel wert, ist die halbe Miete. Krause. Ja, hallo Herr Krause, hallo Micky Krause, ich grüße dich, hier ist Martin Schubert von Radio Primavera Gran Canaria. Wir sind live auf Sendung, schönen Dank, dass du die Zeit hast. Erste Frage, wie geht's dir? Gesundheitlich alles in Ordnung? Mir geht's super, du wirst nicht glauben, ich bin gerade noch einen Halbmarathon gelaufen und ich befinde mich gerade auf der schönsten Insel der Welt. Du sagst jetzt, da müsste ich auf Gran Canaria sein. Ich bin auf Norderney. Auf Norderney, schön. Da gab's wie stelle ich mir das denn zu Corona-Zeiten vor? Micky Krause alleine oder mit so einem Pulk und dann jeder so ein Plastikschild vor der Nase? Nee, also ich bin mit meiner Tochter jetzt hier, wir sind gestern rübergefahren und wir sind Zweitwohnungsbesitzer hier und seit gestern dürfen Zweitwohnungsbesitzer auch wieder auf die Insel und hier ist jetzt gar nichts los, also so ruhig war es noch nie auf dieser Insel und ich genieße das sehr. Also hier ist es ja genauso, wir haben also hier auf Gran Canaria, wir haben jetzt Bilder mittlerweile produzieren können oder fotografieren können und ja sogar so waren die Dünen noch nie, wahrscheinlich vielleicht im 16. Jahrhundert, wo hier noch kein Mensch war, aber es ist schon eine ganz komische Geschichte. Wie hast du denn eigentlich erfahren? Wusstest du das vielleicht schon ein bisschen vorher oder ich weiß nicht, ob du so involviert bist. Wir hatten wirklich an dem Samstag hatten wir, dem 14. März haben wir noch unsere gastronomischen Betriebe aufgehabt und haben gesagt, ja komm, wir können Sonntag noch aufmachen und am Montag ist dann eben Ausgangssperre und dann irgendwann um 11 Uhr kam auf einmal die Polizei um die Ecke. Wir mussten alles schließen, weil dann war es auf einmal der Sonntag schon. Hast du da irgendwie einen Vorlauf gehabt oder hat es dich auch irgendwie plötzlich getroffen? Also ich hatte insofern den Vorlauf, ich war mit meinem Sohn vom 8. März bis zum 13. März in Österreich und in der Woche hagelte es bereits schon viele, viele Absagen, was Auftritte angeht. Der Fernsehgarten, der dieses Jahr, also ZDF-Fernsehgarten, der dieses Jahr auf Fuerteventura stattfinden sollte, wurde auf einmal gecancelt und mit diesen ganzen vielen Stornierungen und Cancelungen wurde mir also klar, es wird irgendwann so weit gehen, dass wir halt eben unser Haus nicht mehr verlassen dürfen und mir war also klar am 14. März, dass schwere Zeiten auf uns zukommen. Und auf euch kam es ja noch schwerer zu. Also Spanien hat ja wirklich noch dieses Ausgangsverbot gehabt. Das hatten wir ja nicht in der Form. Ja, ich habe vor 2 Wochen mit, die kennst du ja wahrscheinlich auch, Feli und Michael vom Deutschen Eck auf Mallorca, ein Telefonat, auch ein Gespräch geführt wie mit dir. Und da merkst du schon wirklich, also da ist richtig, weil die haben ja jetzt genau die Saison und da ist ja jetzt genauso wie auf Gran Canaria gar nichts. Einfach nichts. Was hast du denn so verloren? Du hast die gesamte Saison verloren oder hofft man noch drauf, weil man das vielleicht irgendwie August, September noch was passieren könnte oder sag mal was dazu. Also ich habe für mich die Saison, zumindest die Mallorca-Saison 2020 abgehakt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einmal irgendwie der Megapark wieder seine Tore öffnet und 1000, 2000 Leute in den Laden lässt, wo man dann feiern kann. Und da muss ja nur einer wirklich infiziert sein. Dann haben wir nachher die Problematik, wie wir sie vor einigen Wochen auch in Ischgl hatten. Ja. Ischgl war ja mit der Brandherd. Und ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen da auch dann die Verantwortung dafür übernehmen möchten. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass es Feiern im großen Stil gibt, also zumindest nicht in Spanien. Vielleicht wird es in Deutschland schon wieder Veranstaltungen geben mit bis zu 1000 Personen, aber selbst da bin ich sehr skeptisch. Ich habe im Grunde so ziemlich das ganze Jahr für mich abgehakt, aber ich komme da bestens mit klar, denn ganz wichtig, ich habe meinen Humor noch nicht verloren. Und du wolltest ja auch genau genommen zum Jahresende mal eine künstlerische Pause einlegen und hast sie jetzt quasi man hat sie dir vorgezogen, so kann man es ja vielleicht sagen.
Genau. Im Grunde ist diese Auszeit, die am 1. November beginnen sollte, die ist jetzt vorgezogen. Und deshalb habe ich halt eben auch direkt gestern mich ins Auto gesetzt und bin nach Norderney gefahren, einfach um ein bisschen auch noch weiterhin entspannen zu können. Ich bin zwar schon sehr entspannt, sehr entschleunigt, da habe ich ja viel Zeit gehabt, aber auf einer Insel zu sein und endlich mal wieder das Wasser zu sehen, das ist doch nochmal was ganz anderes. Micky, eine andere Frage. Ich habe dich ein bisschen, natürlich verfolge ich dich auch und speziell, wo dann die Idee kam, mit dir ein Interview zu führen. Du hast ja auch dann Versuche gemacht, also ich sage jetzt mal, Micky Krause unplugged, wenn man das so sagen darf, eben bei dir, was weiß ich, wo das ist, in dem im Saunaraum oder auf alle Fälle zu Hause, mit einem Keyboarder hinter einer Glasscheibe und aber man merkt ja wirklich schon, Micky Krause, da gehört eine Masse zu und da gehört die Party dazu. Das ist schon was anderes. Meine Frage ist jetzt, wenn jetzt die Partys es so in der Form nicht mehr geben wird, muss Micky Krause sich dann auch was einfallen lassen oder hoffst du auf Partys, die wieder kommen werden? Also Party hat es immer gegeben und Stimmungsmusik hat es immer gegeben, die wird es auch immer geben. Also einen Plan B habe ich nicht. Ich habe gesagt, Plan B könnte höchstens sein, als erstes mache ich bei Let's Dance mit und dann gehe ich in den Dschungel. Die Möglichkeit besteht ja auch noch. aber nein, also ich bin da guter Dinge, dass irgendwann auch wieder gefeiert und gelacht wird und dann bin ich auf jeden Fall noch dabei. Sicherlich nicht mehr in der Form, wie wir es kennen, von der Abrisski-Saison oder von den Oktoberfesten, aber ich denke, wir werden alles Beste rausmachen. Jetzt bist du natürlich überall vertreten. Das heißt also Mallorca, du bist vertreten natürlich im Après-Ski-Bereich, aber auch im Sommer eben halt bei den Großveranstaltungen in Deutschland. Ich denke da nur an die Olé-Partys, also wo Stadien gefüllt werden oder ganze Plätze in den Großstädten. Du hast zwangsläufig Kontakt auch zu Veranstaltern. Wie geht's denen? Also ich habe ehrlich gesagt gar keinen Kontakt zu Veranstaltern, weil ich ja meine Exklusivagentur habe, die sich echt um alles kümmert. Aber ich habe natürlich mit Diskothekenbesitzern gesprochen und die sagten mir ganz klar, wenn wir dieses Jahr nicht mehr öffnen dürfen, werden mindestens 50-60% der Clubs in Deutschland wegbrechen. Es wird auch viele Veranstalter geben, die nicht mehr in der Lage sind, Veranstaltungen durchzuführen, weil halt eben auch die Fixkosten, die ja jeden Monat da sind, einfach nicht mehr gedeckt werden können, weil ja auch wirklich keinerlei Einnahmen da sind. Also ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass also auch viele Veranstalter und auch große Veranstalter, namhafte Veranstalter, vielleicht sogar im nächsten Jahr Insolvenz anmelden müssen. Ich habe, du weißt ja, ich habe ein Radio und das ist natürlich nicht so ein Radio wie ein öffentlich-rechtliches Radio, Redaktion und Moderation und Musikredaktion, das mache ich also alles irgendwie in zwei, drei Personen hier aufgeteilt und deswegen bin ich natürlich auch sehr viel im Internet unterwegs und war ganz erstaunt, dass ich dich auf einmal bei Bild.de beim Sparfuchs gefunden habe. Was möchte ich damit sagen? Wir haben ja auch vorher schon gesprochen, dass eben, wir wollten ja letzten Sonntag wollten was machen, dann wollten wir es diesen Sonntag machen. Letzten Sonntag ging es nicht, du hast eine Produktion gehabt mit ProSieben. Diesen Sonntag geht es nicht, weil die Opening-Party oder die Opening-Veranstaltung von Mallorca virtuell im Internet stattfindet. Und deswegen sind wir ja auf den Freitag ausgewichen. Sind das eigentlich alles Termine, die du dann zusätzlich noch hattest? Oder hat sich das jetzt auf einmal aufgrund der neuen Situation ergeben? Das hat sich natürlich aufgrund der neuen Situation so ergeben. Ich bin natürlich viel unterwegs, auch medial, aber was so Party- und Stimmungskünstler angeht, bin ich, glaube ich, derjenige, der aktuell in Deutschland die größte Medienpräsenz hat, weil halt eben ja viele halt auch nicht so bekannt sind und da suchen sich natürlich dann die Sender eher so die bekannteren Stimmungssänger. Ja. Jürgen Drews ist momentan, steht für Interviews nicht zur Verfügung und dann ist der zweite Anruf halt eben immer der bei Micky Krause. Und deshalb bin ich halt eben medial sehr, sehr viel unterwegs. Ich war selbst am Dienstag, war ich noch in Köln bei einer Fernsehproduktion mit Marco Schreil und das geht alles in den nächsten Wochen also auch noch so weiter. Die Medienpräsenz ist auf jeden Fall da, ist auch mehr geworden und da muss ich also auch zwischendurch echt zusehen, dass ich das alles koordiniert kriege. 2018 hast du angefangen eben halt Micky Krause mit Band zu machen und ich habe da einige, sicherlich nur leider nur eben halt Filme gesehen, ich war nicht live dabei, ist aber auch ein ganz anderer Micky Krause, also irgendwie doch ganz anders. Wie geht's deinen Bandkollegen? Weil da passiert ja jetzt auch nichts. Genau, die sind auch im Grunde praktisch runtergefahren auf komplett null. Also wenn ich da an meinen Keyboarder denke, Gitarristen denke, der spielt in vielen, vielen Bands und hat also auch im Schnitt circa 15, 20 Termine im Monat, spielt unter anderem auch bei Beatrice Egli. Das ist natürlich jetzt auch alles hinfällig, aber ich habe mit den Jungs telefoniert, alle sind super drauf, alle haben noch viel Spaß und alle sagen halt eben auch, dann haben wir Zeit mal eben den Keller aufzuräumen und uns um unsere Familie zu kümmern. Eine vorletzte Frage hätte ich noch.
weil das hast du schon beantwortet. Ich weiß, die kupfer ich mir jetzt einfach nur ab, aber ich fand das toll, was du gesagt hast. Und zwar war das beim Sparfox eben, wenn jetzt Leute sagen, pass auf, ich kann singen oder Herr Krause, mein Name ist Martin Schubert, ich möchte Ihnen gerne mal ein Band schicken, ich möchte gerne Künstler werden. Was in dieser Situation, was empfiehlst du den Leuten, die jetzt sagen, ich möchte auf die Bühne? Also im Moment kann ich wirklich niemandem empfehlen, auf die Bühne zu gehen, weil wenn ich schon nicht die Möglichkeit habe, auf die Bühne zu kommen, dann werden es No-Name-Künstler ganz, ganz schwer haben, weil man sieht ja schon so, was weiß ich, Künstler der zweiten und dritten Garde, die zwar auf Mallorca auftreten, vielleicht einmal in der Woche oder vielleicht zweimal im Monat, wie schwer die sich aktuell tun, weil die haben halt eben auch ihre festen Kosten im Monat und die haben natürlich, sind auch komplett runtergefahren auf Null, also Null Einnahmen, und da muss man schon sehr, sehr mutig sein, jetzt sich noch in diesem Bereich selbstständig zu machen. Es werden nämlich auch ganz, ganz viele Künstler, die wir vielleicht in den letzten Jahren im Megapark oder im Bierkönig gesehen haben, die wird es dort in den nächsten Jahren auch gar nicht mehr geben. Laut Wikipedia sagt man, Micky Krauses Durchbruch war 1999 mit den 10 nackten Friseusen. Heißt im Klartext, Micky Krause ist über 20 Jahre auf der Bühne. Und jetzt momentan die Situation, ist das ein lachendes oder ein weinendes Auge? Ich meine, auf der anderen Seite ist Micky Krause auch, ich sag, das ist ja nun kein Geheimnis mehr, wenn er die Perücke runternimmt, ein ganz normaler Familienvater, 4 Kinder und hat eine Familie, lebt auch eher zurückgezogen. Was gefällt dir jetzt besser? Also ich will auf jeden Fall auf die Bühne zurück, weil ich brenne auch nach 22 Jahren immer noch für die Bühne. Vielleicht nicht mehr so euphorisch, wie es beispielsweise 1999 war, weil ich habe mich ja auch verändert. Ich bin Familienvater geworden, da sind ja so viele Dinge in den letzten 22 Jahren auf mich eingeprasselt. Ich habe ja auch gesehen, wie sich die Playa verändert hat, wie sie sich zum Teil weiterentwickelt hat und zurückentwickelt hat. Aber wichtig ist, also ich habe immer noch nicht vergessen, für wen ich die Musik mache, und das sind meine Krause-Fans und alle Leute, die Bock auf die Art von Musik haben, die ich mache, und deshalb will ich halt eben auch schnell wieder auf die Bühne. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch kein Problem damit, hier auf Norderney zu sein und mein Leben zu genießen. Und einen Halbmarathon zu laufen. Zum und auch das. Ja, Entschuldigung. Achso, und auch da, okay. Letzte Frage, und zwar vor mir sehe ich ein Foto, da steht Gute Laune Tour 2020, Micky Krause und Susanne Teutenberg. Ist das eine Geschichte, die jetzt einfach entstanden ist, oder war das eine geplante Geschichte, die jetzt nur leider Gottes anders abläuft? Nein, das war eine recht spontane Aktion. Also Susanne ist eine Freundin von mir, die kenne ich auch seit fast 30 Jahren schon. Und wir haben 1992, 93 schon gemeinsam Musik gemacht. Und ja, vor 6, 7 Wochen hat sie mich gefragt, du, ich soll im Altenheim auftreten. Eine Freundin von mir leitet die Einrichtung. Hättest du nicht mal Lust, irgendwie 2, 3 Nummern mitzusingen? Und da habe ich gesagt, ja, das ist doch jetzt dann die Gelegenheit, endlich mal nach fast 30 Jahren wieder gemeinsam auf die Bühne zu gehen. Und so hat sich das dann einfach entwickelt. Und nachdem wir die ersten 2 Auftritte gemacht haben, haben wir aber festgestellt, ich habe, glaube ich, am nächsten Tag bis zu 70 Anfragen gehabt von Altenheimen, von Senioreneinrichtungen, Behindertenheimen. Und da haben wir gesagt, du, dann machen wir das einfach weiter. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, einmal in der Woche 2 Einrichtungen zu besuchen. Also die nächsten 2 Wochen geht es auf jeden Fall noch weiter. Micky Krause, ich kann nur sagen, Dankeschön. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wäre diese Situation nicht so, wie sie wäre, wäre es wahrscheinlich chancenlos für uns gewesen, dich ans Telefon zu kriegen. Und ich möchte mich in aller Form bedanken. Hat mir sehr gefallen. Ich glaube, meinen Zuhörern auch. Als Letztes, wenn du noch was sagen möchtest, ist das jetzt dein Forum. Ja, ich kann euch nur beste Grüße nach Gran Canaria schicken und euch sagen, bleibt gesund und bleibt munter und verliert nicht euren Humor, denn ihr wisst, Humor ist die beste Medizin. Dem ist nicht zuzufügen. Ich sage danke, Micky Krause, und dann ja, ein schönes Auslaufen nach dem Marathon. Danke, dass du die Zeit hattest. Jo, Martin, mach's gut, bis dann. Jo, ciao, tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, das war Micky Krause. Und mal was anderes, eben halt der private Micky Krause. So kommt mir dieses Interview vor. So, und das ist Cher. Die kriegen wir nicht ans Telefon. Aber auf den Plattenteller. Hier ist I Believe. Nee, nicht I Believe. Believe heißt der Song. Von und mit Cher.